Basim ibn Ishaq. Wie hast du diesen Ort gefunden? Oh. Das war leicht. Ich musste nur der Blutspur folgen. Oh. Du solltest nicht hier sein. Redest du mit ihm? Manchmal. Ja. Doch er antwortet nicht. Ich schon. Wir haben uns auseinandergelebt. Seit jenem Tag. Doch was wir erlebten dort im Palast. Das Licht. Diese Geräusche. Das kannst du doch nicht vergessen haben. Anders als du, Nihal, lasse ich die Vergangenheit ruhen. Gestern ist Vergangenheit für dich? Und dein Djinn, dieser abscheuliche Schatten, der auf deiner Brust liegt, ist er auch in der Vergangenheit? Nein, der ist noch hier. Manchmal, sogar am Tage, spüre ich seinen Atem im Nacken. Der Albtraum dringt in die Realität ein. Oder war schon immer ein Teil von ihr. Er ist Teil deiner Wirklichkeit, Basim. Auch ich bin Teil deiner Wirklichkeit. Und deiner Vergangenheit. Sag, wirst du mich dort ruhen lassen? In einem Winkel deiner Erinnerung? Das werde ich nicht. Digi, chill. Wenn du aber einen mechanischen Teppichfeger erfinden könntest. Basim. Es ist getan. Und wie hat es sich abgespielt? Ich fürchte, das ist eine Geschichte für einen anderen Tag. Heben wir sie uns fürs Lagerfeuer auf. Das hast du gut gemacht. Ich muss wieder an die Arbeit. Du weißt, wie schnell ich mich langweile. Danke für alles, was du getan hast. Ich meine es ernst. Das hast du gut gemacht. Eine Sache noch. Arib. War sie beteiligt? Nicht, dass ich wüsste. Doch wir müssen wachsam bleiben. Ich weiß nicht, ob wir unserer Freundin trauen dürfen. Warum war sie auf einmal bei der Bruderschaft? Das ist so weird. Und sie klebt an uns wie eine Klette. Und das meine ich halt nicht auf die gute Art und Weise bei ihr. Das ist so, Das kennen wir ja alle schon, ne? Kennen wir das schon? Jo, kennen wir das schon. Also sie wirkt aber auch ein bisschen so wie ein Charakter, an den wir uns binden sollen und der dann stirbt. Oder der plötzlich Plot-Twist uns verrät oder irgendwie sowas. Irgendwie sowas in der Richtung. Irgendwas passiert da noch in der Richtung. Ich weiß es nicht. Wir werden jetzt mal unsere Hilfsmittel verbessern. Ich, ganz ehrlich, ja, liebes Tutorial, ja, wir besuchen die Banu Musa in einem Bruderschaftshaus. Wir verbessern jetzt unsere Hilfsmittel. Die arme Meldung, die wird immer ignoriert seit ich weiß nicht wie langer Zeit. Die tut mir richtig leid. Bist du Banu Musa? Ich weiß gar nicht. Tabit, ich möchte dich etwas fragen. Ah. Bitte, nur zu. Ach so. Ja, machen wir auch. Wir fragen erstmal. Was kannst du mir über Ahmad ibn Musa erzählen? Ahmad und seine Brüder sind Söhne eines berühmten Sternenkundlers und überragender Mathematiker, Erfinder und Wissenschaftler. Mhm. Zusammen verfassten sie das Buch der Erfindungen, in dem sie wunderbare Automaten beschreiben. Weshalb schloss er sich uns an? Die Banu Musa standen einst El-Mutawakkil nahe, aber das Abbasiden-Kalifat widerte sie zunehmend an. Was ist geschehen? Sie weigern sich, davon zu sprechen. Also wer weiß. Es gibt so viele Gründe, von den Abbasiden angewidert zu sein. Gibt es noch etwas? Das mit den Brüdern wissen wir, weil wir die ganzen Sachen immer vorlesen, ne? Mag ich irgendwie ganz gerne, dass man jetzt so die Hintergrundinfos auch hat. Nach Al-Abbasiya fragen. Warum ist Al-Abbasiya wichtig? Dieser Bezirk bildet das Zentrum der Bildung in Bagdad. Mhm. Hier findet sich alles Wissen der Welt. Mhm. Sollte ich bestimmte Orte untersuchen? Folge der Spur, wohin auch immer sie führen mag.
Neben dem Haus der Weisheit gibt es noch andere wichtige Stätten. Auf jeden Fall solltest du dir die Märkte, die Sternwarte und die Eselskuppel ansehen. Ich erinnere mich gut an die Sternwarte. Einmal traf ich dort den großen Sternkundler Al-Khwarizmi. Sicher eine wunderbare Erfahrung. Und sollten dir einmal die Muskeln schmerzen, ist ein Bad im prächtigen Hammam von El Abbasiyah eine Wohltat. Mhm. Nach einer langen Kletternacht auf den Dächern klingt das gut. Mhm. Gibt es noch etwas? Mhm. Im Hammam, wo wir gejagt werden. Ja, es war toll, da kann man richtig gut entspannen. Nach dem Radafik fragen. Erzähl mir mehr über dich, Tabit. Ach, da gibt es nicht viel zu sagen. Ich mag Gedichte. Reicht das? Na komm. Sei nicht so bescheiden. Wie du willst. Ich komme aus Ennubatu, einem trockenen Land südlich von Misr. Mein Vater schickte mich zum Islamstudium nach El-Kahira. Dort lernte ich mit brennender Gewissheit, richtig und falsch zu unterscheiden. Und die Verderbtheit in El-Kahira war sehr falsch. Wir begehrten auf. Der Aufstand scheiterte und ich floh nach Bagdad. Die Verborgenen nahmen mich auf. Und hier bin ich nun. Eines Tages solltest du die ganze Geschichte erzählen. Gibt es noch etwas? Wird er bald auch Hauptcharakter? Dankeschön. Das wäre erst einmal alles. So. Okay. Hey, da müssen wir hin. Schön, dich zu sehen. Willkommen, willkommen. Jawohl, jawohl, jawohl. Hilfsmittel freischalten, können wir? Habt ihr neue Werkzeuge für mich? Sieh dich um. Ja, können wir? Nein, ciao. Genug gesehen? Ja, war wirklich toll. Dann bitte den hier. Kannst du das verbessern? Sei mein Gast. So, oha. Ja, wir können ein bisschen verbessern. Wir haben ein bisschen gesammelt, glaube ich, in der Zwischenzeit. Hups, ich will die Fackel verbessern. Die Messer auf jeden Fall. Was macht denn der nächste Rang? Oh, wir gucken mal. Aha. Mehr Fassungsvermögen. Zwei weitere Messer. Geil. Größere Reichweite. Geil. Scharfe Klinge. Geil. Giftspitze. Oh. Oha. Schwere Klinge. Bringt Gegner bei Treffen aus dem Gleichgewicht. Leichte Klinge. Lässt einen aufgeladenen Wurf zu, der Reichweite und Schaden erhöht. Das eher, ne? Statt der schweren Klinge, das wahrscheinlich eher. Körperzersetzung. Löst die Leichen jener, die mit dem Messer getötet wurden, spurlos auf. Okay. Rüstungsdurchdringung. Durchdringt Rüstung. Aha. Und fügt normalen Schaden zu. Okay, aber ich nehme erstmal hier Rang 1. Was muss ich dafür machen? Achso, erstmal freischalten. Okay. Rang 1 freigeschaltet. Fassungsvermögen nehmen wir gerne mit. Ach, die kriegen wir alle dazu. Oder wie? Oder was? Oder wer? Aktiv. Ah, wir können auswählen, was davon aktiv ist. Ah, so. Dann Rang 2, let's go. Easy peasy, wir haben den Stuff. Ich würde leichte Klinge nehmen, aber ich finde Giftspitze eigentlich auch ganz lustig. Giftspitze und dann mit dem Auflösen. Finde ich irgendwie schöner Effekt. Gucken wir uns mal an, ja? Wie viel kostet das hier? Ja, komm, nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Unsere Messer sind ja auch super. Guck mal hier. Wir wählen die Körperzersetzung. So. Das dürfte schön aussehen, ne? Wir nehmen Gift. Ich würde normalerweise eigentlich das hier nehmen, weil mehr Reichweite und mehr Schaden ist ein No-Brainer. Aber ich möchte das für den Effekt sehen. Das machen wir. Okay, Wurfmesser, perfekt. Rauchbombe, ja gut, da müssen wir noch nicht so viel machen. Mehr Rauchbomben, ja, wir benutzen die regelmäßig. Ja. So, warte, was haben wir hier noch? Anhaltender Rauch, verlängert die Verweildauer von Rauch. Oh, warte mal. Kurz mal gucken. Gerade einen Tipp bekommen. Hier kann man 2 wählen? Nee. Kann man nicht. Schon gerade im Chat, man kann ja 2 Trades wählen, aber nein, kann man nicht. Nein, immer nur 1. Okay, ciao. Dann, vielleicht brauchen wir dafür noch einen Skill oder so, keine Ahnung, vielleicht haben wir den nicht.
Das heißt aber, wir brauchen den Skill. Wir gucken mal, wo wir den Skill kriegen. Okay. Wir schalten mal Rauchbombe frei, weil wir können. Mehr Fassungsvermögen, mehr Rauchbomben. Let's go. Größere Reichweite wäre eigentlich cooler, ne? Anhaltender Rauch. Mach ich lieber größere Reichweite. Und hier bräuchten wir mehr Zahnräder. Okay, ciao. War's das? Jo. Tschüss. Bemerkenswert. Meinen größten Dank. Auf bald. So. Haben wir irgendwo Unschuldige, wo wir ein Messer ausprobieren können? Siehst du, Neji? Am Ende ist alles gut ausgegangen. Das Bruderschaftshaus war skeptisch, doch ich blieb hartnäckig. Ah. Mit etwas Übung werden meine Hände ruhig und tödlich. Erst das, cool. Wenn du dein Ziel so leidenschaftlich verfolgst, wirst du auch erfolgreich sein. Danke, dass du mich auf den richtigen Weg gebracht hast, Basim. Hier, als Zeichen meiner Dankbarkeit. Cool, dass wir den wiedersehen. Das ist ja nice. Sehen wir auch den Sohn wieder, der seinen Vater verloren hat, der aber sein Lebenswerk bekommen hat. Der leicht undankbare Sohn. Die drei Seiten. Okay. Wir gucken mal ganz kurz eben. Bei der Nachforschung. Passiert Neues. Aha. Arabisu ist hinfort. Und wir kommen jetzt langsam zu Al-Bahamut. Aha, aha, aha. Was könnte das nächste sein, das wir brauchen? Wir haben hier noch was. Was mit Nihal eigentlich? Ich habe mehrere Scherben bei Ordensmitgliedern gefunden, aber diese Scherben bringen irgendwie nichts, ne? Eine Oase nördlich der Dünen von Dur-Kurigalzu. Waren wir da schon? Eine Oase nördlich der Dünen von Dur-Kurigalzu? Wie finde ich denn das? Dur-Kurigalzu? Wo sind die denn? Finde Fulat und sprich mit ihm. Da waren wir noch gar nicht. Das mach ich erstmal weg. Wupp, da waren wir schon. Was ist das denn hier? Aha. Die Sande von Badar. Ah, ja, 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 da müssen wir nochmal hin. Das machen wir noch. Das lässt mir keine Ruhe. Das will ich unbedingt schaffen. Mit einem neuen Lösungsansatz. Mit frischem Kopf nochmal hingehen. Wie hießen die nochmal? Ach, die Dünen von Dur-Kurigalzu? Oh, die nördliche Oase. Hier konnte man tauchen und hier war der Raum. Ja, das war, okay, das war das, ja. Aber da können wir noch nichts machen, da sind wir unserer Zeit einmal weit voraus gewesen. Haben wir wieder inspektormäßig ermittelt. Achso, trotzdem müssen wir ganz kurz eben gucken, was wir als nächstes machen, ne? Wir haben soweit alles durch hier. Tja, tja. Hier gibt es zwei, hier gab es nur eins. Bei ihr wissen wir noch gar nichts, aber ich glaube, sie hat auch noch ein Geheimnis. Wir könnten mal spaßeshalber das hier machen. Wie weit ist das entfernt? Ich nehme den Bus. Wir nehmen den Bus. Und zwar erstmal, was war denn hier? Der Waffenhändler, okay. Triff dich mit dem Waffenhändler. Belohnungen, was? Ach so, ein mit den Rebellen verbündeter Waffenhändler ist auf der Flucht vor der Obrigkeit, bring ihn in die Sicherheit. Ach, sowas ist das wieder. Okay, warte. Dann, hier kommen wir nicht hin, weil ich wieder nicht freigeschaltet habe. Ich hasse mich selbst. Warum ist das so? Wir schalten erst den frei und reisen über, da können wir gleich zu Fuß hingehen. Ich hasse alles. Na gut. Dann machen wir es so. Einmal durch die Pampe.
so. Mir ist kalt, ich habe gezittert. Entschuldigung. Oh, der Sand gerade. Ah, alles in Augen und Nase. Ach, so. Dann einmal da nicht lang. Okay. So. Der hat doch bestimmt. Der ist doch bestimmt reich. Ja, Jademedaillon, okay. Wir müssen mal wieder ein paar Sachen verkaufen. So. Entschuldigung. Der geht sehr provokativ vor mir her. Der protzt aber mit seiner Eisenbrosche. Oh! Hey Leute. Stimmt ja, ich bin der Einzige, der nicht durchs Tor... Das ist aber ein Bug, oder? Das muss doch ein Bug sein. Dass wir nicht durch das Tor dürfen? In die innere Stadt? Die Musik ist nice, aber ich verstehe immer noch nicht, warum. Bugged up. Entschuldigung, Leute, wollte ich mal Beten nicht stören. Ja, ne? Okay. Das muss ein Fehler sein, dass wir da nicht durch dürfen. Ich verstehe es nicht. Alle Bürger dürfen da durch, auch die Niederen und alles. Nur wir nicht. So, warte, hier ist wieder Bildung für uns. Wir wollen uns wieder fortbilden. Warte. Die Macht des Kalifen. Die Macht der Abbasiden über ihr Imperium und einen großen Teil der muslimischen Welt rührte daher, dass sie den Titel des Kalifen für sich beanspruchten. Das arabische Wort, von dem dieser herrührt, ist Khalifa und bedeutet Stellvertreter oder Nachfolger. Im Kontext der Führung der islamischen Welt steht es für die rechtliche Nachfolge des Propheten Mohammed. Die Kalifen hatten weitreichende politische und militärische Macht. Sie stellten Heere auf, erhoben Steuern, benannten Richter und Verwalter und handelten diplomatische Verträge aus. Aber ihr Einfluss war nicht unbegrenzt und sie mussten mit der herrschenden Schicht zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass ihre Befehle auch tatsächlich ausgeführt wurden. Auch wenn die Macht des Kalifen theoretisch von Gottes Gnaden war, so konnten seine Entscheidungen dennoch auf Grundlage des demokratischen Prinzips im Islam, nachdem jede Person ihren Glauben ausüben durfte, angefochten werden, wenn sie nicht Gottes Gesetz folgten. Und das traf auf viele zu. Okay. Wieder was gelernt und da ist noch was zum Lernen. Um Gottes Willen, wir müssen aber eh darüber. Warte. Oh, das ist aber schön hier. Hallo. Wo ist denn hier unser Wissensobelisk-Gedingse? Okay. Da, ja, okay, da oben. Oh, okay, klar. Gärten und Macht. Seit der Antike waren Gärten ein Mittel von Herrschern, ihre Gewalt über die Umwelt zu zeigen. Die Gärten des Kalifen waren dabei würdige Nachfolger der hängenden Gärten von Babylon, der von Mauern umgebenen Parkanlagen des alten Persiens, Pairidaeza, der Ursprung des Wortes Paradies, und der Villagärten der antiken griechisch-römischen Welt. In abbasidischen Gärten wurde fortgesetzt, was die Herrscher der Antike und die frühen Kalifen im alten Syrien, Jordanien und Irak begonnen hatten. Sie ließen enorme Terrassengärten anlegen, deren Funktion und Bedeutung von praktischen und landwirtschaftlichen Aspekten über rein zur Zerstreuung dienenden Orten der Ruhe bis zu zeremoniell genutzten Anlagen reichten.
Sie verwandelten die Umgebung in eine fruchtbare Landschaft, indem sie eine große Vielfalt an Bäumen wie Dattelpalmen und viele schmackhafte und duftende Pflanzen kultivierten. Die weitläufigen, rechteckigen Terrassengärten beinhalteten Teiche, Springbrunnen und Gartenpavillons, die von Wasserkanälen und Wegen umschlossen oder geteilt wurden. Gärtner umsorgten eine vielfältige Mischung aus Blumen und aromatischen Kräutern, die aus allen Ecken des Reiches geholt wurden. Gärten waren sorgfältig geplante Bereiche, die von Mauern umgeben und mit Bäumen bepflanzt waren, um sie vor Sand und Wind zu schützen. Sie verfügten teilweise über komplizierte Hydrauliksysteme, die das wertvolle Wasser verteilten und es dabei kunstvoll präsentierten. Die Gärten der Abbasiden waren Schauplatz besonderer Zeremonien wie Audienzen des Kalifen, Militärfeiern und Gedichtwettbewerbe. Sie sollten Verbündete und Rivalen beeindrucken, möglicherweise vor allem die Byzantiner. Manche sahen diese Gärten als Metapher für die göttliche Weltordnung und als irdisches Gegenstück des himmlischen Paradieses, das allen Muslimen versprochen ist. So, warte, dann gucken wir mal kurz das Bild an. Ernst Herzfelds Rekonstruktion der Gartenterrasse vor dem Abbasidenpalast. Okay, wow, das ist schon sehr groß, aber sehr kantig. 1911 bis 1913. Aber die Rekonstruktion ist von 1911, ne? Nicht das eigentliche Ding. Okay. Schon interessant, wir lernen eine Menge. Und die Gärten sind zauberhaft. Boah. Da gehe ich eines Tages klauen. So. Oh nein. Oh no, Alter, meine Stimme. Ich kann. Boah. Ich werde bald heiser sein. Harem. Wenn ich das auslese, dann werde ich gepeitscht. Die ursprüngliche Bedeutung dieses Wortes ist Heiligtum. Aber es entwickelte sich zur Bezeichnung der privaten Gemächer des Kalifen, in denen seine Frauen und Kinder wohnten. Als Institution ist der Begriff insbesondere mit der Abbasiden-Dynastie verbunden, obwohl die Abschottung von Frauen gegenüber der Außenwelt eine lang praktizierte Tradition in der Antike war. Die Herrscher Mesopotamiens und Persiens nutzten diese Abschottung beispielsweise, um einerseits ihren Reichtum und ihre Macht zu demonstrieren und andererseits die Legitimität ihrer Nachkommen zu gewährleisten. Die Kalifen der Abbasiden wählten sowohl freie Frauen als auch Sklavinnen als Gemahlinnen und Gefährtinnen. Die meisten Kalifen waren selbst Kinder von Sklavinnen. Angesichts der immer noch nicht gefestigten Dynastie waren im 8. Jahrhundert die meisten dieser Frauen die Töchter von politischen Verbündeten des Herrschers. Als dann die Macht der Kalifen gefestigt war und politische Allianzen an Bedeutung verloren, wuchs der Anteil der Sklavinnen unter ihnen. Diese Frauen waren oft gut ausgebildete und talentierte Dichterinnen, Musikerinnen und bedeutende Persönlichkeiten in der abbasidischen Kultur. Die Gemahlinnen und Konkubinen des Kalifen lebten alle gemeinsam mit ihren Kindern, den unverheirateten, verwitweten oder geschiedenen Schwestern des Kalifen und seiner Mutter im Harem. Die Mutter war das Oberhaupt dieser Gemeinschaft und beaufsichtigte die täglichen Abläufe im Harem mit den bediensteten Lehrern, Köchen, Sängern, Laufburschen und Eunuchen. Die Karamana, weibliche Dienerinnen, die sich relativ frei zwischen dem Harem und der Außenwelt bewegen durften, spielten dabei eine besondere Rolle. Die Komplexität und der Luxus im Harem des Kalifen spiegelten nicht das Leben in den meisten anderen Haushalten wider. Nur die reichsten Familien in den großen Städten konnten es sich leisten, die Frauen derart strikt abzuschotten, denn nur in diesen Häusern einer kleinen Elite der Abbasidengesellschaft spielten die Frauen keine aktive Rolle im wirtschaftlichen Leben. Außerhalb dieser Gesellschaftsschicht nahmen viele Frauen sehr wohl aktiv am wirtschaftlichen und sozialen Leben teil. Puh, langsam, ich brauche ein bisschen Luft, wenn ich mehr vorlese, wird mir schwindelig. Das sind schicke Hüte. Teil eines Wandgemäldes, das zwei Tänzerinnen zeigt. Okay. 9. Jahrhundert, Hauptpalast des Kalifen, Dar al-Khilafa, in Samarra, Irak. Mhm, krass. 9. Jahrhundert. Alles so absurd alt, ne? Damals war dort wohl auch einiges besser als heute. Tiger Baku, meinst du, weil Frauen eingesperrt wurden? Ist das, was du sagen willst?
Ich habe gerade ein großes Fragezeichen im Kopf wie ein Questgeber. Das würde ich gerne verstehen, was du da gerade schreibst. Bitte erklär das gerade. Steinigung auch großartig. Steinigung ist wirklich toll. Also, ne, super. Sie durften frei laufen und an der Wirtschaft teilhaben ohne Kopfbedeckung. Ich kenne heute auch viele Frauen, die das dürfen. Okay, gut, dann war das missverständlich ausgedrückt. Dann ist okay. Dann ist okay. So, warte. Wir sind im Harem. Nein! Oh! Wir sind im Harem. Ich wollte gar nicht dahin. Hallo, guten Tag, ich bin Eunuch. Hallo. Hallo, ich bin's, Eunuch. Oh, es gibt Häppchen. Sake oder so, keine Ahnung. Hallo, ich bin Eunuch, hallo. Ich habe keine Genitalien, wie geht es Ihnen? Hallo. Das ist gar nicht mehr der Harem, ne? Ich habe noch alle Genitalien, doch. Ich schwöre. Warum glaubt mir denn niemand? Ich habe meine Genitalien noch. So, wir müssen aber da rücken. Ne, erstmal müssen wir da hinten hin. Wir wollten erstmal zum Turm. Warte. Okay. Oh. Nein, Mann, du sollst doch nicht da reinspringen. Du sollst doch da mal rein. So. So. Jetzt wäre wieder Harem, ne? Hallo, Leute. Ich bin Eunuch. Ich darf hier lang. Ich bin Eunuch. Da kommen wir gar nicht rüber. Ich will gar nicht in den Harem. Hör doch auf, da hochzuspringen immer. Oh, jetzt rufen die auch noch die Feuerwehr. Oh Mann. Ich wollte doch nur mal ganz kurz eben gucken. Wegen Kultur. Wir wollten noch wissen. Oh Gott, ich werde schon gesucht. Die denken bestimmt, ich bin Sexverbrecher. Aber ich wollte nur mal gucken wegen der Kultur. Die Kultur, Leute. Oh nein. Herr im Himmel. Ich will nicht mehr. Eunuchen. Ich bin Eunuch. Moment. Das ist kein Spiel, das ist eine Märchenstunde. Ein Geschichtsbuch. Eunuchen waren kastrierte Männer, die mächtigen Posten am Hof der Abbasiden und in anderen islamischen Herrscherhäusern in der... Achso. Eunuchen waren kastrierte Männer, die mächtige Posten am Hof der Abbasiden und in anderen islamischen Herrscherhäusern in der Zeit einnahmen, obwohl sie versklavt waren. Sie dienten ihrem Herrscher auf viele Weisen, als höhergestellte Hofverwalter, Lehrer, Schatzmeister, Boten, Leibwächter und Heerführer. Sie überwachten zudem die Anfertigung von Luxusgütern, wie diesem mit geschnitzten Elfenbeinen versehenen Sarg. Eine ihrer wichtigsten Pflichten war aber wohl die Sicherung und Verwaltung des Harems. Dadurch arbeiteten sie oft mit den mächtigen Frauen am Hof des Hofes zusammen. Neben den Abbasiden und den Umayyaden vor ihnen setzten viele Höfe im Laufe der Jahre Eunuchen ein, insbesondere jene der chinesischen Tang, sowie die Höfe in Byzanz und in Persien der Sassaniden. In allen Fällen war der Grund ihrer Anstellung, dass sie, da kinderlos und fern ihrer eigenen Familie und Heimat, keine anderen Bindungen hatten, die ihre Treue gegenüber dem Kalifen und der Oberschicht, der sie dienten, gefährden konnten. Als kastrierte Männer waren sie von den Einschränkungen im Umgang mit Frauen, die für unkastrierte Männer galten, nicht betroffen. Somit hatten sie die Freiheit, sowohl mit Männern als auch Frauen am Hof Umgang zu pflegen, sich überall frei zu bewegen und auch im Harem ein- und auszugehen. Eunuchen konnten dadurch als Boten und politische Akteure fungieren, welche das Bindeglied zwischen den privaten und öffentlichen Bereichen des Lebens des Kalifen darstellten. Oft verließ man sich in politisch heiklen Situationen auf sie, um beispielsweise Nachrichten vom Gesundheitszustand oder sogar Tod des Herrschers außerhalb des Harems zu verbreiten oder Heere in Bürgerkriegen und bei Aufständen anzuführen. Nicht zuletzt konnten Eunuchen wichtige Mitglieder von Fraktionen am Hofe sein, insbesondere jener, welche sich um die Mutter des Kalifen und die Mütter seiner Kinder scharten. Dies hatte jedoch womöglich schreckliche Konsequenzen, wenn sie sich auf der Verliererseite wiederfanden. Puh. Das
ist ein schöner Sarg. Mit Elfenbeinschnitzereien. Gut, dass hier nur ein Sarg gezeigt wird und nichts anderes. Oh Mist. Da können wir nichts von innen, ne? Okay. So. Boah, ich will nicht mehr vorlesen. Nein, das ist wieder was. Nee, das lasse ich aus. Bei aller Liebe. Das ist mir zu viel. Ich brauch Sauerstoff. Sonst falle ich ja bald um. So. Okay, da müssen wir hoch. Guck dich. Nein. Finde Foulard. Ja, das wollten wir eigentlich. Ach nein, das ist der Waffenhändler. Das wollen wir nicht. So, warte. So. Okay, wir wollen mehr wissen. Was? Das klang in der Schule aber ganz anders bei euch. Warte. Oh nee, heute schon wieder Geschichte. So. Okay, weiter nach oben. Ja, kletter ruhig. Weiter nach oben. Hallo? Also. So, Truhe entriegeln, nehmen wir mit. So. Oh Gott, jedes Mal kriege ich einen Herzinfarkt. So. Und synchronisieren. Geschichte leer mit Assassin's Creed wäre so geil gewesen in der Schule, ne? Das wäre so cool gewesen. Hi Leute. Ich bin Skyjumper. Oh, da ist der Typ. Oh, wir könnten das schnell machen. Aber wir wissen nicht, was ist das denn? Was ist denn? Kartenmacher, okay. Da waren wir noch gar nicht, ne? Ich meine, wir haben ein bisschen Geld, haben wir über. Warte. So. Hey Leute, hallo, guten Tag, na, wie geht's? Hey. Wo ist denn der Kartenmacher? Da drüben. Wir gucken mal kurz. Das ist richtig. Wir haben nichts bekommen gerade. So. Der Kartenmacher. Da ist der Kartenmacher. Ich brauche Geld, ich kann mir Karten nicht leisten. Hallo, mein Freund. Frieden, Zadik. Herzlich willkommen. Waren ansehen. Zeigst du mir deine Waren? Ich habe alles Mögliche. Ja, zeig doch mal her. Die Dienstleistung des Kartenmachers. In ganz Bagdad können verborgene Schätze gefunden werden, wenn man nur weiß, wo man suchen muss. Ein Kartenmacher gibt dir im Tausch gegen eine Leermünze die Koordinaten zum Schatz. Dürstet es dich nach alten Sagen, Mythen und Mysterien? Rätselkarte? Sagen, Schätze gelten oft als verloren. Ach, das sind verlorene Bücher. Ich kaufe mal die Karte hier, ne? Ich hoffe, es wird dir nützlich sein. Ja, Rätselkarte kaufe ich auch mal. Hier auch mal Karte verlorenes Buch. Ah, seltene und kostbare Relikte. Wirst du es sein, der sie findet? Ja, gehe ich mal von aus, ne? Hast du genug gesehen, ja? Nein, noch nicht. Ich komme später wieder. Ciao. Ich muss aufbrechen. Leb wohl. Ich wollte nur mal gucken. 67. Wir gehen mal kurz gucken, was das für eine Quest ist. Der Waffenhändler war das, ne? Den wir begleiten müssen. Oder schützen müssen. Bin ich mal gespannt. Hier, im Durchgang. Bruder, bist du der Mann? Beshi schickt mich. Ah. Ich bin hier, um dich in Sicherheit zu bringen. Ich kenne dich nicht. Soll ich dir nur auf dein Wort hin vertrauen? Hast du eine andere Wahl?
Na schön. Kein Schaden nehmen, oh nein. Aber lass dir gesagt sein, ich habe Augen im Hinterkopf. Also versuch nicht, mich zu ertäuschen. Das klingt fast nach einer Einladung. Gibt es eine Gefahr zu bewältigen? Vorzugsweise von dir. Rein hier. Schlaf jetzt. Wo ist denn sein Kumpel? Problem ist, wenn wir die einfach so umbringen, dann sind wir immer Mörder. Ah. Erstmal den. Komm, mein Freund, komm. Komm, komm. Hallo? Die Leiter bitte? Hallo? Die gute Leiter. Warte. Natürlich wissen wir, was zu tun ist. Ich will nur keine unschuldige Mitleidenschaft ziehen. Oh nein, was passiert? Um Gottes Willen, der arme Mann, habt ihr es gesehen? Hätte ich vielleicht aus dem Versteck rausmachen sollen. Jetzt lauf, du alter Humpelfuß. Nächstes Mal mache ich diskreter. Und nicht mitten auf der Straße. Ja. Oh nein, da ist eine Scherbe irgendwo. Wo ist er hin? Da. Vorn gibt es Ärger. Oh, gut, dass sie nicht immer mehr werden. Das ist fantastisch. Kann ich ein Poster irgendwo runterreißen? Nee, ne? Es gibt kein Poster hier. Und hier darf ich nicht rein. Wie soll ich denn alle wegkloppen? Das sind schon unverschämt viele. Für dich gibt's hier nichts. Ja, das passt schon. Das ist wieder eins der Tore, wo wir gar nicht passieren dürfen, ne? Wo hier wieder für uns Sperrgebiet ist. Ich frage mich aber, warum? Das kann nicht funktionieren. Es ist halt... Du bekommst deine Strafe. Wache! Sag mal, geht's noch? Halt's Maul jetzt! Sei doch mal ruhig! Wachen! Er ist hier, schnapp ihn! Zahl für deine Schande! Du Unheil! Schande auf das! Wachen! Hol die Schorte! Er läuft hier frei herum! Zeit zu verschwinden. Das darf doch nicht wahr sein! Da ist wieder eine so eine Snitch hier unterwegs, weißt du? Die Bürger hier. Okay, warte. Gute Frage, was passiert? Sag der Wache Bescheid. Das ist der, den sie suchen. Beeil dich! Oh, shit. Ich muss an meiner Verteidigung arbeiten. Warte mal. Ich wollte was anderes probieren gerade. Aber das geht, glaube ich, nicht, ne? Sag mal, immer macht er den, wenn ich blocken will. Gut, ich muss blocken üben. Ich muss das Blocken dringend nochmal üben. Okay, die kriegen wir nicht klein. Ja, wir müssen weg. Wir müssen ganz kurz mal weg. Wir haben alles voll. Oh Gott. Die Leute eskalieren. Das war Kacke. Dass sie gerade ums Eck kamen, war leider ein großes Unglück. Es sind noch drei, ne?
Ja, das war gerade richtig kacke. Letztes Mal hat es gut funktioniert mit dem Typen, den wir begleiten sollten, aber diesmal halt überhaupt nicht. Ich glaube, ich darf auch gar nicht hier oben sein, ne? Also. Hat er mich gesehen? Oder ruft er einfach nur? So. Das Problem ist, wir dürfen halt keine Kills machen, wo ich von irgendwem irgendwie gesehen werde. Noch dazu ist die Brücke da unten ein geschützter Bereich, was ich aber nicht verstehe. Weil jeder darf da rein, nur wir nicht. Und wir müssen ganz dringend erstmal gucken, dass wir Poster von uns wegmachen. Halt! Das Spiel ist aus. Lieber verborgen bleiben. Ach, Alter, jetzt halt dir doch mal die Fresse! Ich wollte Poster runterreißen, ich wollte... Boah, Alter, das darf doch nicht wahr sein. Diese verfickten Brücken. Das ging sehr schnell gerade. Okay, der Checkpoint ist hier. Das ist ja toll. Ich dachte, wir können mal von vorne probieren. Aber der Checkpoint ist mittendrin, wo auch schon alles schiefgelaufen ist. Cool. Ich meine, im Grunde genommen ist es dann auch egal. Wir könnten theoretisch... Ach, das ist er. So. Da liegt ein Toter. Okay, ich gehe erstmal Poster runterreißen. So. So, warte mal. So, einmal runter. Ich falle besser nicht auf. Wir machen gleich weiter mit der Quest. Ich will nur mal ganz kurz eben hier unsere Hotbar quasi runterpegeln. Wenn ich hier noch ein paar Poster finde, weil die Poster sind relativ rar gesät in der Stadt. Ich dachte, es gibt mehrere von uns. Ich habe mir echt Mühe gegeben, dass wir langsam Most Wanted werden. Hier Bagdads Most Wanted, aber leider... Ich büße jeden Tag für meine Taten, Ma'am. Moment! Das ist er wieder, ne? Jetzt kommt der Esel einfach durchs Bild. Wo kommen die ganzen Esel auf einmal her? Hä? Ach, die habe ich gesehen. Och, Alter, jetzt. Ich komm nicht weg! Ich komm nicht weg! Was ist das denn? Was war das denn gerade? Da stehen die und eskalieren einfach. Holy shit. Ich will doch nur ein paar Poster abreißen, Mann. Kein Schaden nehmen. Das läuft gut. Panikrong ist der Beste. Ich eskaliere. Ich kann die halt auch nicht umbringen, weil wir dann halt schon wieder 5 Sterne haben. Oh, Kätzchen. Nicht jetzt. Wirklich so. Ich will doch nur in Ruhe mein Level runterkriegen und die sehen alles, was ich mache. Was sind das für Adleraugen hier? Mann, ich kann nicht mal furzen, ohne dass hier sofort Steckbriefe hängen. Hallo, ich bin's, der Massenmörder aus der Nachbarschaft. Der Anti-Spider-Man. Am besten bleibe ich im Schatten. Ich bin nicht hier. Oh Gott, es gibt ja einfach keine fucking Poster. Nein, ich bin's nicht! Lass mich in Ruhe!
Ich will doch einfach nur meine Ruhe. Ich bin doch nur ein ganz normaler Mörder. Lass mich doch in Ruhe. Nein. Die suchen also nach mir. Das Artefakt holen wir uns später. Was ist denn hier wieder verboten? Bestimmt gibt es einen guten Checkpoint. Ich freue mich jetzt schon auf einen sehr guten Checkpoint. Ja, das ist, Es wird bestimmt ein sehr guter Checkpoint sein. Cool. Aha. Ja, ernsthafte Krankheit, ja, ob sie unter Drogen stehen. Langsam habe ich das Gefühl. Hi YouTube, na, da sind wir wieder. Und wir sind keinen Meter weitergekommen. Cool. Das ist ja toll. Ich hoffe, wir kommen aus diesem Dilemma nochmal raus. Warte. Fupp. Oh, warte. Ja, Sekunde. Ich krieg eine Nachricht gerade reingereicht. Moment. Oh, hab bestellt. Ist eine sehr gute Nachricht. Liebe dich. Ja. Gleich was zu beißen. Nein. Staring Intensifies, nein. Sag mal, wer hat denn da gestarrt gerade? Junge. Ich werde nicht gesucht. Lass mich doch mal in Ruhe. Nein, ruft nicht die Wachen. Ruft die Schlafenden. Und die Blinden und die Tauben. Ja, Aua, Schnittwunde. Och Mann, ey. Ich bin so schön anonym. Ich würde sogar in die Leiter umstürzen hinter mir, ne? Das wäre cool. Och, das kann doch nicht ruhig wahr sein. Hier wimmelt's ja vor Wachen. Ich rufe Hilfe, nicht du. Mann, ey. Ich liebe die Musik, aber langsam wird sie lästig. Hallo? Jetzt. Wie werde ich das los? Ich komme aus der Nummer nicht mehr raus, ne? Aua, die wissen, wo ich bin. Ich bin kein Feigling, ich will nicht sterben. Aua. Nee. Jetzt reicht's. Warum stellst du dich nicht im Kampf? A, ist das nicht Valhalla? Wir sterben hier viel schneller. Und B, kommen unendlich viele Wachen. Es gibt keine Möglichkeit, das zu gewinnen. Außer das hier. Wir müssen die Poster runterreißen und uns anonym verstecken. Und die Wachen kleben an einem wie ein Furunkel am Arsch. Oh, die Schulter. Oh, das geht natürlich auch. Ich bin dein Schicksal. Was? Was redet der Mann? Ist er verliebt oder was? Nee, den Fehler mache ich nicht nochmal. Oh Gott. Ich gehe in Deckung. Hier findet uns niemand. Aber die Wachen sind überall. Da drüben ist ein Poster. Da müssen wir hin. Ah.
Da müssen wir hin, aber etwas diskreter. So. Beim selber spielen würde mich ja stressen. Ja, das kann ich verstehen. So, 18 Meter hier auf der Hausrückseite. Glaube ich. Da ist eine Wache. Vorsicht. Da sind gerade Wachen und das Poster ist hier unten. Die suchen also nach mir. Nicht verraten. Wir kriegen es hin. Wenn ich nicht so panisch vorgehe, sondern ein bisschen ruhiger, dann geht's besser, glaube ich. Wenn ich in Panik gerate, dann ist alles vorbei. So. Hallo, Chat. Moment, ich nasche hier nochmal schnell. Nee, Chat, das ist meins. Nein, du kriegst keine Himbeeren, Chat. Das waren meine Himbeeren. Du kannst nicht immer alle Himbeeren haben. Du kriegst sonst immer alles. Der Chat einfach. Dieser Chat. Nein, Chat, nein. Sonst immer. Aber ich brauchte gerade welche. Was war das? Also. Okay, wo bin ich denn hier eigentlich? Es ist schön hier, aber was mache ich denn hier? Warte mal, da komme ich doch auch raus, oder? Jo, okay. Oh, cool. Endlich wieder ein Wissensding. Ist das der Grund, warum ich ständig gejagt werde, weil ich das Wissensding nicht vorgelesen habe? Schurta, Polizei. Die ich hasse. In modernem Arabisch entspricht der Begriff Schurta dem Wort Polizei. Doch in der abbasidischen Epoche hatte die Schurta nichts mit ihrem modernen Gegenstück gemein. Als Institution lässt sie sich bis in die Zeit der Umayyaden zurückverfolgen und lässt sich am besten als eine Art Nachtwache verstehen, welche mit Laternen wie dieser in den Städten des Reiches patrouillierte. Ihre Anwesenheit unterstrich den Willen des Kalifen, für die Sicherheit städtischer Zentren zu sorgen. Zu Beginn des 8. Jahrhunderts wurde die Rolle der Schurta bedeutender, da sie zum ausführenden Arm des Kalifen wurde. Ihre Angehörigen wurden zu den Elitehenkern jener Epoche und waren dafür zuständig, Todesstrafen auszuführen und jeglichen Aufruhr zu unterdrücken. Die Schurta wurde vom Sahib Ash-Schurta geleitet, einem Mann, dessen Macht ähnlich der Mutasib, Marktinspektors oder Kadi, Richters war. Ach, deswegen vor den Kadi-Zerren. Dieser Posten war insbesondere im 7. und 8. Jahrhundert unter der Herrschaft der Umayyaden-Dynastie von großer Bedeutung. Als die Bürokratie des Abbasidenreiches sich jedoch ausweitete und den Zentralstaat an immer weiter entfernte Orte brachte, fielen nach und nach immer mehr Aufgaben, für die ursprünglich die Schurta zuständig gewesen wäre, an die Armee. Im 11. Jahrhundert schließlich war die Schurta nicht mehr die Leibwache, Henkerschar und Unterdrückungstruppe, die sie einst gewesen war. 5 von 14! Oh Gott! Ich will nicht mehr vorlesen. Ich find's super interessant, aber ich will das nicht mehr alles vorlesen. Das ist so viel. Das ist schlimmer als Baldur's Gate. So. Ist noch ein Poster. Da ist noch ein Poster, das hol ich mir noch. Ich bring dir meine Schulterfinte bei. Ich muss die loswerden. Hey Leute, ich bin's. Wir haben keine Messer mehr. In Baldur's Gate 3 sprechen sie wenigstens selbst. Nein, die Bücher muss ich alle vorlesen. Also ich lese die auch alle mit Wollust vor. Ich lese sie sehr gerne vor. Aber da ist nicht so viel wie hier. Gefühlt. Subjektiv. So. Was denn jetzt schon wieder? Was ist denn jetzt schon wieder? Sage ich euch mal, ne? Also das ist schon der. Ich habe nicht gestohlen. Das war Shareware.
Das Problem ist halt, ich darf da nicht reingehen. Also ich kann gar nicht auf die andere Seite gehen. Ist aber nur noch einer übrig. Ne, zwei. Einer ist noch da hinten. Also ich darf hier gar nicht sein. Geht ja nicht anders. Okay, ich mache jetzt mal Folgendes. Wir suchen noch ein Poster, dann bringen wir den letzten Typen um. Weil ich glaube immer noch, dass die Brücke für uns eigentlich zugänglich sein müsste. Also eigentlich bräuchten wir... Da ist ein Poster. Komm, wir nehmen das mal mit. Diese Einwohner, ne? Nein. Einfach nein. Jetzt werfen die mit Steinen nach mir. Das ist doch einfach nur noch frech. Ich will nur dieses fucking Poster und diese scheiß Nebenquest machen, die überhaupt keinen Wert hat. Und das ist das Nervigste am ganzen Spiel. Die Hauptquest geht so easy peasy, wir kommen überall durch, aus, wenn wir im Krankenhaus 10 Stunden suchen müssen. Aber diese scheiß Nebenquest, weißt du, an der hängen wir 70 Stunden. Junge, das ist die letzte, die ich mache. Oh, das ist doch einfach... Also bei aller Liebe. Wo ist das Poster? Da ist das Poster. Wo ist denn das Poster? Genau, da ist das Poster. Aua. Ich falle besser nicht auf. Also gut. Wo bist du? Gleich verstummst du. Ich bin unschuldig.